Herzlich willkommen hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst zu einem weiteren Mentalvideo. Mein Name ist Irmgard Bonda. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Heute ist es wieder ein Interviewvideo und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute eine ganz liebe und nette Partnerin hier begrüßen darf, die Heidi Marie Wellmann. Hallo, liebe Heidi Marie. Schön, dass du dir Zeit nimmst für das Interview hier. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja. Da freue ich mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch. Ja, dann werden wir heute mal ganz viele Menschen inspirieren, denke ich, zu dem Thema Berufung finden, die Lebensaufgabe finden, die eigenen Potenziale, die eigene Kreativität entdecken und die eigenen Gaben in die Welt bringen. Denn das ist auch dein Hauptthema, mit dem du schon seit 20 Jahren unterwegs bist, beruflich, selbstständig auch. Hast eine wunderbare Homepage, die verlinken wir ja auch nachher in der Infobox. Und ich gehe mal von aus, du hast wie ich und wie viele andere auch erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, bis du zu deiner eigenen Berufung gekommen bist. Und vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen. Da kann sich bestimmt der ein oder andere dann auch mit identifizieren und bekommt schon mal gleich zu Beginn die Ermutigung, okay, das ist jetzt für mich der Kick, da auch mal was zu verändern in meinem Leben und meinem Leben eine andere Richtung zu gehen. Aber jetzt gebe ich das Wort dann eben auch ab an dich, liebe Heidi. Danke. Ja, also im Grunde war es bei mir so, dass ich, es hat sich sowas wie ein kleiner roter Faden durchgezogen in meinem Leben. Und zwar war es so, dass ich schon immer, also was mich sehr geprägt hat, war, dass ich schon immer vorne rausgerannt bin. Also ich hatte so eine kleine Mädchengang und da haben wir immer bestimmte Dinge angestellt. Und ich war sozusagen immer die Anführerin, hatte auch immer die Ideen, ja. Auch hatte ich immer das Gefühl, irgendwie so helfen zu wollen. Das war schon immer. Also wenn ich irgendjemanden gesehen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann helfen. Ja, also nicht jedem, aber schon tendenziell. Ja. Und also das hat mich sehr geprägt. Und meine große Abenteuerlust und die Lust irgendwie, ja, immer nach vorne zu rennen, immer was Neues zu machen, immer was auszuprobieren. Und ja, und so, ich wollte nie still sein, ja, und ich hatte auch immer ganz viele Ideen und ja, irgendetwas ständig war in meinem Kopf, was Neues war, was nicht immer einfach war für mein Umfeld. Und das war zum einen sehr schön, natürlich aus heutiger Sicht betrachtet, aber aus damaliger Sicht war es so, dass mein Umfeld einfach mit mir oft überfordert war, schon als Kind, dass es immer hieß, ja, jetzt mach doch mal langsam und jetzt sag mal nicht so schnell und sag mal nicht so laut und mein Gott, jetzt denk doch mal an deine Schwester, denk doch mal an die anderen, ja, so. Ja, was ist passiert bei mir? Also ich habe dann irgendwann, weil ich gedacht habe, das ist nicht gut, wie ich bin, ja, also, wobei ich habe mich als Kind, ich fand mich total klasse, ja, ich war begeistert von mir, ich hatte kein Problem mit mir und aber es fing eben an, weil immer durch diese Ermahnungen und ja, dann habe ich einen Gang zurückgeschaltet. Das ging dann über die Pubertät und so weiter. Ich war aber immer sehr ehrgeizig. Das heißt, ich hatte schon früh begonnen, mich damit zu beschäftigen, was will ich beruflich machen? Und ich wollte immer beruflich erfolgreich sein. Also es war schon immer, ja, also ich wusste, ich mache Karriere. Schon ziemlich gut. Und dann habe ich, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, weil Gebäude und so weiter, das hat mich immer total fasziniert. Und ich habe gedacht, ich mache erstmal was Bodenständiges, weil es gar nicht so bodenständig war damals. Okay. Es gab ganz wenige, die sozusagen so eine Ausbildung, damals war es bundesweit, gab es nur circa 1000 Ausbildungsplätze, also bundesweit. Und das ist schon mal eine ziemlich geringe Zahl. Ja. Und ich wollte das unbedingt lernen. Und ich war aber schon, zu dem Zeitpunkt war ich schon Mutter. Also ich bin ziemlich jung Mutter geworden. Und ja, aber wie gesagt, ehrgeizig wie ich bin, ich schaffe das. Habe ich auch geschafft, habe ich gemacht, habe aber gemerkt, naja, ja, es ist cool, ja, aber es ist cool, es ist aber nicht mehr. Und dann hat es angefangen, das Thema Spiritualität war schon immer irgendwie da und eben so dieses Helfen wollen. Und das habe ich da immer nicht so gesehen. Das war irgendwie so Business, ja. Ja, und dann kam das Thema Spiritualität, ja, auch Psychologie kam immer mehr zum Vorschein. Und dann habe ich auch studiert. Ich habe da Betriebswirtschaft studiert, habe das auch fertig gemacht. Also ich bin Betriebswirtin, ganz ordentlich und brav. Und also ich schon immer vom Verstand her gesteuert, aber immer trotzdem von ihnen getrieben. Also das war schon immer da, so diese beiden Seiten. Darf ich wissen, welches Sternzeichen du bist?
Steinbock. Steinbock, okay, Ein ja. solider Steinbock, Aha, okay, aber ja. immer mit Flausen im Kopf. Also ich bin schon sehr bodenständig, aber auch sehr, ja, sehr offen. Okay. Und so war das dann auch. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe dann, nachdem es ist, oder ja, wo ich dann fertig war, denke ich, ja, okay, jetzt, ja. Und habe aber weitergearbeitet in einem Unternehmen, wo ich mich auch damals ausleben konnte, also parallel zum Studium. War auch noch damals in der Wohnungswirtschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss was anderes machen. Habe dann angefangen, parallel oder nebenher dann ja, Psychologie zu studieren. Aber gleichzeitig hatte ich mich schon mit Psychologie beschäftigt und war eigentlich schon irgendwie ja, nicht am Anfang. Und das war auch genau mein Problem. Ich habe eigentlich nur das Grundstudium gemacht der Psychologie, weil wir haben dann irgendwie, ja, so klassisch bei Freud und bla 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 hat angefangen und das war mir einfach zu langweilig, zu alt, zu, passte nicht mehr für mich. Also, ja, ohne Wertung, es war aber für mich Ja, so. ja, ja. Dann habe ich nach dem Grundstudium habe ich aufgehört und dann kam das Thema Personal dazu. Also ich hatte schon vorher immer, auch in dem Unternehmen habe ich mich schon um die Azubis gekümmert und so weiter. Und ja, dann hat eins das andere gegeben. Ich bin zu einer Personalvermittlung gekommen, die, also irgendwie bin ich da, ich weiß nicht, ins Gespräch gekommen und habe dann auch gleich eine Führungsposition bekommen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das damals angestellt habe, aber ich war ja noch keine 25. Und aber das hat mir total Spaß gemacht und ich wusste, ich bin auf dem Weg. Oder ich habe gedacht sogar, ich habe es gefunden. Personalvermittlung, das ist es. Ja, ich bin da in einem großen Unternehmen gewesen, habe dann den Bereich geleitet, Rhein-Neckar-Raum. Aber habe gemerkt, natürlich, ja, das ist es. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleines Mini-Teil von dem, was mich wirklich befriedigt. Und dann war es klar, nach kurzer Zeit, also ich habe auch ziemlich viele vom Wettbewerb, ziemlich viele Angebote bekommen. Also ich wurde ständig abgeworben werden. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, weil die hat was Ähnliches gemacht, du, wir machen uns selbstständig. Und dann habe ich es selbstständig gemacht. Ja, und Schön. das ist jetzt, ja, 18 Jahre ungefähr, ja. Und deine Schwester hat da mitgezogen, also ihr habt Die hat, zusammen ein Unternehmen gegründet. genau, also am Anfang hatten wir sozusagen dieses Thema Personalvermittlung in den Vordergrund gestellt. Also es war ja noch gar nicht so dieses Coaching oder Personalberatung im klassischen Sinn, sondern eher mehr unternehmerbezogen. Und ich habe in der Zeit gemerkt, also meine Schwester hat sehr gut akquiriert, also die hat so eine Engelsstimme. Also die hat mir sozusagen immer die Türen aufgemacht und ich konnte einfach nur zu den Unternehmen rausgehen und unser Ding verkaufen. Ja, und die hat eine wahnsinnige Telefonakquise gemacht. Also wir waren ein super Team. Und wie gesagt, hat auch gut funktioniert. Und wir waren auch erfolgreich. Aber ich habe gemerkt, wieder kam ich an den Punkt, das ist es nicht. Ja, es ist, das reicht nicht. Da ist eine Person, der ich helfen kann, und zwar der Person sozusagen, die ich vermittle. Aber das war's. Und es war irgendwie unbefriedigend. Damals habe ich angefangen, schon intuitiv ja, so Tipps zu geben, wie macht man die Bewerbungsunterlagen richtig oder kümmere dich, vielleicht ist der Job überhaupt nichts für dich. Also es ging schon in die Richtung, ja, also so diese spirituellen Themen, die kamen so langsam raus. Und die Psychologie, und ich habe schon immer diese viele verschiedene Bereiche kombiniert. Und ja, und dann. Bis es dann sozusagen zum Crash kam, ja, also nachdem wir so erfolgreich waren, ist dann alles nach einiger Zeit zusammengebrochen. Also wir hatten keine Einnahmen mehr, es hat einfach nicht mehr funktioniert, es lief einfach nichts mehr. Meine Beziehung war am Arsch, ja, mein Sohn, das war super herausfordernd, es war, also es war, es hätte schlimmer nicht mehr kommen können sozusagen. Und das war für mich aber auch die Initialzündung, wirklich mehr zu mir zu kommen und also das hört sich jetzt so schnell an, auch das war ja ein Riesenweg, ja. Und da auch einfach das zu machen, was ich wirklich will. Und ich wusste damals schon, das ist der Schlüssel. Ich kann keine Personalvermittlung machen. Ich bin keine klassische Karriereberaterin, die immer nur im Anzug rumrennt und im Kostümchen, was ich damals ja mal gemacht habe. Ich will viel mehr. Ich will etwas bewegen. Ich will, dass Menschen glücklich sind. Ich will, dass die arbeiten. Das habe ich auch als Kind. Habe ich immer, ich dachte, arbeiten ist spielen für Erwachsene. Das habe ich als Kind gedacht und habe dann gemerkt, okay, das ist eben nicht so. Ich darf nicht mehr spielen, wenn ich erwachsen bin. Und das ist etwas, was mich schon immer treibt. Ja? Und habe ich gedacht, nee, ich will das nicht. Ich will das auch nicht mehr. Ich will auch nicht mehr dazu beitragen. Obwohl ich gut war. Ich war sehr gut sogar, ja. Aber
Ich glaube, aus heutiger Sicht, ich musste verschiedene Bereiche kennenlernen, einfach auch Business kennenlernen, richtiges Business kennenlernen und eben, was das bedeutet, ja, also wenn wir nur einem Schema folgen und gar nicht uns folgen, was das für Konsequenzen hat, weil dementsprechend sind die Menschen auch bei mir aufgeschlagen. Ja, und dann hat sich das angefangen zu entwickeln. Das heißt, das Universum hat da ja ganz heftig reagiert und dir da so richtig mit ganz vielen Zaunpfählen rund um dich herumgestellt, ne? Der familiäre Bereich, der berufliche Bereich, das war ja dann ein ganz heftiges Tief rückblickend gesehen, was aber dann Definitiv. für dich wirklich der Start war, deinem Leben, die wirklich von Herzen gewollte Richtung geben zu können, ne? Das schon mal auch mit als Ermutigung für diejenigen, die sich jetzt Ja, vielleicht gerade in so einer definitiv. Talsohle befinden. In dem Moment, das weiß ich von mir auch, wenn man so mittendrin hockt im Schlamm, dann ist es überhaupt nicht prickelnd, aber rückblickend gesehen war es das Beste, was einem passieren konnte, weil man so dann einfach auf einen anderen Weg kommt und gar nicht mal kein Zurück mehr gibt, sondern nur noch in die Richtung gehen kann und dann mal merkt, Mensch, das ist es doch jetzt, ne? Ja, also es ist sehr wichtig, dass du das ansprichst. Das ist mir auch ein super Anliegen, weil viele, die sehen mich jetzt und sehen, ich bin erfolgreich und es läuft und ich bin, ja, ich habe eine super Ausstrahlung und so weiter. Das liegt schon in mir an. Das war schon auch als Kind so. Aber ich hatte das völlig verloren. Und ich habe einfach aus diesem Karriere-Denken, weil ich auch so groß geworden bin. Also in meiner Familie hieß es, ja, wenn du hart arbeitest, dann wirst du erfolgreich. Also das habe ich gemacht. Ich habe hart gearbeitet und ich war erfolgreich. Aber ich war so leer. Ich kam mir vor wie in einem Hamsterrad, ja. Ich habe nichts genügt. Weder meiner Beziehung war ich genügend, noch meinem Kind war ich genügend, noch meinem Business und so weiter. Es war einfach total anstrengend. Und dann kam wirklich dieses, es ging einfach nicht mehr. Da, wo Einnahmen normal waren, da brachen die auf einmal weg. Meine Beziehung, die große Liebe meines Lebens damals. Wir haben uns getrennt und es war so schlimm. Ich habe Rotz und Wasser geheult, das nicht nur einen Tag lang, ja. Und es kam alles zusammen. Und es war wirklich an dem Punkt, ich hatte nichts mehr. Ich bin sogar damals, weil ich finanziell so am Boden war, wir hatten noch nicht mal Geld, um wirklich die nächste Miete zu bezahlen, noch nicht mal das nächste Essen. Ja, also so Zeiten gab es. Und ich bin damals sogar nach Hause gezogen. Und habe da in einem Zimmer gewohnt, eine Zeit lang. Also es war ganz schlimm. Aber ich persönlich musste so tief in Anführungsstrich kommen, weil wenn nicht, ich bin ja ehrgeizig, ich bin auch stark und ich bin auch zielgerichtet. Ich habe mir immer sozusagen den Weg erarbeitet vom Kopf her. Aber das war nicht mehr mein Weg. Und das musste ich akzeptieren. Also ich musste sozusagen alles verlieren, um wirklich zu mir zu kommen. Also nicht mehr zu gucken, was ist jetzt richtig oder was wollen andere von mir. Oder ich sollte weiter Karriere machen, weil ich war ja ein Hoffnungsträger, ja. Also als das so war, meine Mutter, die ist ja nächtelang nicht, also um nicht zu sagen jahrelang nicht geschlafen, ja, weil wir uns selbstständig gemacht haben und unseren Weg gegangen sind. Und deswegen kann ich wirklich, also es ist schön, dass du das angesprochen hast, also wirklich nur ans Herz legen, wenn bei dir jetzt gerade alles zusammenbrechen ist, das hat einen Grund. Nicht für umsonst ist es so, dass die Dinge wegbrechen. Und ich habe gerade heute habe ich ein Zitat gepostet: Hinter jeder Herausforderung, hinter jedem Problem, da ist immer ein Geschenk. Ich weiß, in dem Moment sehen wir das nicht so. Das Es ist nur ist die vielleicht geschlossene Tür. genau. Aber wenn ich mir erlaube, sozusagen, wenn ich dieses Geschenk nicht angenommen hätte, dann hätte ich nicht meine Aufgabe erfüllt, nämlich viele, viele Tausende von Menschen, die ich begleitet habe in diesen Jahren, dann hätte ich das nicht machen können. Also wir würden auch heute gar nicht hier sitzen, wenn ich das nicht durchgezogen hätte. Und das ist, ich sage immer, wir fehlen dann. Ganz ernsthaft, wir fehlen. War das auch so der Punkt, du hast eingangs erwähnt, dass die Spiritualität mehr Einzug in dein Leben gehalten hat? War das auch der Punkt, wo dann die Spiritualität sich auch mal mehr ausbreiten durfte zum damaligen Zeitpunkt? Weil ich habe da so ein bisschen Parallelen auch zu mir jetzt gefunden im Hinblick auf Spiritualität. Das hätte ich früher gesagt, lass mich in Frieden mit Spiritualität, mit diesem esoterischen Kram, ist nichts für mich, total kopfmäßig, unterwegs, verstandesmäßig, nur die Ja. Dinge geglaubt, die ich mit bloßem Auge gesehen habe. Und das hat lange gebraucht, viele Winks vom Universum, bis ich dann endlich mal dieses Thema da auch angenommen habe und auch kommuniziert habe. Wie war denn das bei dir? Also das ist ein super spannendes Thema, weil da bin ich durch eine sehr lange Zeit gegangen. Also das Interesse war schon immer da.
Aber ich war schon sehr kopforientiert. Und das, was ich mir in den Kopf setze, da setze ich mir dann Ziele, ich setze mir Etappenziele und das erreiche ich. Und das hat auch im Grunde sehr lange funktioniert, bis es eben nicht mehr funktioniert hat. Bis ich gemerkt habe, ich bin leer innen drin. Also es ist ja diese Kreativität, die immer ein Teil von mir war und dieser Ideentum und diese vielen Talente und Fähigkeiten, die ich habe, das war so, pff, ja, und ich habe mich dann immer so ein bisschen, also ich habe immer gesagt, ich kokettiere ein bisschen mit dem Thema Berufung, mit dem Thema Spiritualität. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Das war dann nach ein paar Jahren, nachdem ich genug kokettiert habe. Also ich habe sozusagen dann irgendwann habe ich nicht nur Personalvermittlung, sondern dann auch Karriereberatung angeboten. Ne? Also wir sind dann einen Schritt weitergegangen, mehr zu dem Thema Coaching. Aber jeder, der zu mir zur Karriereberatung gekommen ist, hat eigentlich mehr eine Berufungsberatung in Anführungsstrich bekommen wie Karriereberatung, weil Karriere will kein Mensch machen, ja, noch niemals. Es geht immer um das, was dahinter steckt. Und also habe ich mich sozusagen ziemlich lang nach außen anders verkauft, immer ein bisschen damit kokettiert, aber nicht so richtig. Und irgendwann habe ich auch wieder, kam ich wieder an den Punkt. Das ist ja alles so ein Entwicklungsprozess. Und es ist auch gut so. Es muss nicht alles irgendwie bumm. Die meisten glauben, Berufung, ja, jetzt weiß ich, jetzt mache ich, jetzt verdiene ich ganz viel Geld damit. Aber es ist ein Weg und ich finde, man sollte sich auch erlauben, diesen Weg zu gehen. Und dann passierte Folgendes, dass ich innerhalb von 10 Tagen, nicht mal 10 Tage, ich weiß jetzt nicht mehr, im Nachhinein muss ich immer überlegen, sind es 8 oder 10, also höchstens 10 Tage, hatte ich 3 Aufruhrunfälle. 3 Aufruhrunfälle. Es ist nichts groß passiert, aber mir sind 3 Mal hintereinander. Und jedes Mal hatte ich das Gefühl, hey, hier will mich einer in eine Richtung schieben. Ja? Und jedes Mal kam mir, ich kriege auch wieder jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, es ist immer dasselbe, habe ich immer das Gefühl, es geht, ich muss mich zeigen. Und ich werde jetzt hier geschubst, ja, also mehr oder weniger sanft, ja, endlich meinen Weg zu gehen. Und nach dem dritten Unfall habe ich dann gesagt, okay, jetzt scheiß drauf, ganz ehrlich, ja. Jetzt Zeit, dass ich das mache, was ich will. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Unfall mehr gehabt. Aber Da sieht es man war schon ein Running Gag in meinem Umfeld, ja. Hey, wie? Du bist zu spät, hast du einen Unfall? Wer ist da jetzt schon wieder draufgefallen? Da sieht man mal, auf welch skurrile Art und Weise das Universum agiert. Und was wir daraus lernen können, ist einfach, wenn man mal so eine Bestellung auch beim Universum abgeben, dass wir es dann wirklich dem Universum überlassen, um dem Kind mal einen Namen zu geben, wie es agiert, auf welchen Wegen es einem die Ja. Botschaften schickt. Denn hier mit unserem Kopf, da geht das überhaupt nicht. Das müssen wir einfach fließen lassen und staunen dann, ne? Und diese Botschaften auch wahrnehmen. Naja, manchmal kommen sie kommen ja, am Anfang kommen sie ja so ein bisschen, es ist ja die Sprache unserer Seele, ja, und unsere Seele ist ja nicht laut. Die schreit dir nicht entgegen und sagt, hey, du blöde Kuh, ja, jetzt komm endlich mal in die Gänge. Sondern die zeigt dir, ja. Okay, du bist jetzt vielleicht heute ein bisschen müde oder du hast Lust, ja. Lust ist so auch so ein Zeichen deiner Seele. Was hast du Lust? Will ich eher in eine Richtung drängen, in Anführungsstrichen? Jetzt kannst du sagen, nee, 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 mein Business ist heute ganz groß und ich muss das und das machen und ich muss unbedingt das genauso tun und das ignorieren. Und dann kommt es stärker und stärker und stärker. Und dann kommen wir zu dem Thema wie Krankheiten, Unfälle, all das, was du wahrscheinlich auch natürlich sehr gut kennst, ja. Aber das sind nur die Megazeichen, ja, dass wir nicht auf unserem Weg sind. Und dahinter gilt es immer genauer hinzuschauen. Und gerade für mich war das super schwer. Das ist nämlich eben auch nochmal einen super wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses, wir haben Ziele und wir sind dann, wir gucken, wie wir da hinkommen. Also wir machen einen Schritt nach dem anderen und denken, genau so, ich plane das jetzt und genau so muss es dann laufen. Aber ganz ehrlich, das ist absoluter Bullshit. Das habe ich gelernt, ja. Weil wenn ich, es geht darum zu vertrauen, es geht darum herauszufinden, was will ich wirklich und dann den Weg zu gehen vom Verstand. Unser Verstand weiß unser Bewusstsein, weiß nur einen ganz, ganz kleinen Teil, ja, nehmen wir bewusst wahr. Alles andere ist aber trotzdem da. Wir müssen nur erlauben, sozusagen darauf zuzugreifen und uns leiten zu lassen. Das heißt also, den Impulsen zu folgen. Und ich weiß, genau das ist sehr schwer, wenn man in einer anstrengenden Lebensphase steckt. Ja, weil man dann nimmt man sich nicht so wahr. Und von daher komme ich an eines meiner Lieblingsthemen, nämlich sich mit seinen eigenen Blockaden zu beschäftigen. Also was hindert mich, ja? Das ist ein Thema,
Da kommen wir nicht drum herum, wenn wir ein glückliches und ein erfülltes Leben führen wollen. Also wegdrängen ist keine Option, da war ich Meisterin. Also positives Denken, ich habe es erfunden sozusagen, ja. Aber das ist, war eine Zeit lang auch gut und hilfreich, damit ich weiterkomme. Aber irgendwann reicht das nicht mehr. Irgendwann musst du dahinter schauen, ja. Natürlich hilft positives Denken, aber nicht nur, weil nur positives Denken ist wie ein Überstülpen, ja. Aber das, ich denke, das kennst du gerade du Ja, speziell von mir klar. ab. Das, was da so alles begraben ist, das muss man auch ausgraben und Genau. loslassen. Das ist so, wie wenn ich ganz viele Dinge auf dem Schoß habe und da geht irgendwann nichts mehr dazu an neuen Dingen, dann muss ich den Schoß erstmal mal leer machen, damit mal wieder Neues dazu mir kommen kann, ne? Ja. Genau. Ich habe zu Beginn ja schon mal angesprochen, du hast so eine tolle neue, neu gestaltete Webseite auch. Und das ist auch vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch, den wir inspirieren können mit unserem Interview, der dann denkt, ja, hört sich ja gut an, aber mit Webseiten und Internetgestaltung und so, da habe ich ja überhaupt nichts am Hut. Wie mache ich denn das? Muss ich denn das erstmal dann so machen? Oder muss ich einen Blog eröffnen? Muss ich einen YouTube-Kanal haben oder wie oder was? Was sind dann deine ermutigenden Worte für diejenigen, die jetzt diese Gedanken da vielleicht im Kopf haben? Also da habe ich eine ganz klare Meinung in Anführungsstrich dazu, auch eine Erfahrung. Das ist ja, gerade ist es ja so, dass Online-Business wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und ich finde das ganz wunderbar. Es ist eine gute Möglichkeit, sein Wissen zu transportieren. Wir brauchen das immer mehr. Und das kann ich nur befürworten. Aber jetzt kommt ein großes Aber beziehungsweise ein Bedenken. Die spannende Frage ist nicht, weil du jetzt gesehen hast, dass zum Beispiel bei mir das mit dem Online-Business funktioniert oder bei anderen, dass es funktioniert, dass es das Richtige für dich sein muss, beziehungsweise die Art und Weise, wie ich das tue. Ich habe mich für meinen Weg entschieden und ich mache zum Beispiel, für mich ist Reden, Interviews geben oder vor der Kamera stellen, das ist für mich keine Arbeit. Da bereite ich mich weder vor, noch mache ich mir einen Kopf drum oder irgendetwas. Das liegt mir aber, es liegt mir zu sprechen. Ich schreibe auch gerne. Ich würde aber sagen, es gibt Menschen, die können viel, viel besser schreiben. Zum Beispiel fällt mir Stefanie ein, das ist mein Schreibgott sozusagen, ja. Das ist seine Art zu transportieren, seine Art, sich zu zeigen. Die spannende Frage ist also, wenn du zum Beispiel mit irgendetwas an den Start gehen möchtest, frage dich nicht, wie sieht es da draußen aus? Wie macht es der oder der? Hol dir ruhig Inspiration, das ist gar keine Frage. Aber frage dich, wie hast du Lust, dich zu zeigen? Genau. Ja? Wie ist dein Weg? Möchtest du singen? Möchtest du schreiben? Möchtest du es malen? Möchtest du auch bei Videos? Du kannst zum Beispiel die Art, Videos zu machen, kannst du so wie ich mache einfach das Ding an und dann rede ich los. Meine Art. Aber vielleicht möchtest du dich gar nicht zeigen. Vielleicht findest du einfach nur deine Stimme toll. Das kannst du auch. Auch da gibt es Möglichkeiten, einfach nur zu sprechen. Legst du irgendwas drüber? Oder du kannst sogar Cartoons machen, ja, mit diesem Pau, 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 wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt so Weiß, viele was du meinst, Möglichkeiten. komme ich auch nicht drauf, ja. Ja, so, es gibt so viele Möglichkeiten, schon allein so etwas zu machen. Oder nur Podcasts zu machen oder wirklich nur zu schreiben. Oder wie gesagt, frag dich nicht, wie es richtig ist. Also orientiere dich nicht nach dem Markt. Das ist der allergrößte Fehler, den wir machen könnten. Wenn ich das gemacht hätte, würden wir hier nicht sitzen und du wirst nie wirklich deine wahre Größe leben, wenn du dich nur danach richtest. Damals, als ich mit dem Thema Berufung angefangen habe, also vor fast 20 Jahren, da war das Thema ein esoterisches Gequatsche, um es mal ein bisschen so zu formulieren. Das hat kein Mensch interessiert. Aber guck dich doch heute um. Heute gehört es zum guten Ton. Jeder Karriereberater, in Anführungsstrich, hat in seiner Bezeichnung mittlerweile das Thema Berufungscoach drin oder Berufungscoaching oder irgendetwas. Das ist Mainstream jetzt mittlerweile, ja. Und es wird immer mehr. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht, das Thema Berufungswelle sozusagen, ja. Aber wenn ich mich damals nicht entschieden hätte, damit nach außen zu gehen und andere auch, dann würden wir heute nicht über dieses Thema so sprechen, wie wir das tun. Und du hast auch eine Aufgabe. Du musst aber erlauben, dass du, das kannst du nur erkennen, wenn du nach innen gehst und nicht, wenn du nur sagst, die Heidi macht es so, die macht zum Beispiel, die verkauft Webinare, ja, und dann erzählt sie etwas und am Schluss verkauft sie etwas. Ja, vielleicht, weil es mir Spaß macht, ja. Oder, aber vielleicht ist es bei dir nicht so, dann mach es bitte nicht so. Finde deinen Weg. Das heißt, es geht grundsätzlich mal zu schauen, die eigene Kreativität, das eigene Potenzial, die eigenen Gaben wieder hervorzuholen, die uns ja in der Kinderstube, wie du, wie ich, so die Erfahrung gemacht haben. Alles wurde so übergestülpt auf die wirklich gut gemeinte Erziehung. Da ist Ja. die Entwicklung auf dem Weg, auf der Strecke geblieben.
Das ist ja nun mal bei uns überwiegend der Fall. Keine Elternschelde, die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja. Sie haben es ja selbst nicht anders erfahren, also konnten sie es ja nur so weitergeben. Und darum geht es, das einfach mal wieder herauszuholen, herauszukitzeln. Da gibt es Anleitungen, da gibt es Übungen und dann zu schauen, nochmal im zweiten Schritt, wie schaut denn meine eigene Berufung jetzt im Außen aus? Und dazu braucht es, ja, sein Herz zu fragen, wie das funktioniert, ohne dran zu denken, muss ich schon ein Patch haben, muss ich dies, muss ich jenes haben, sondern auch da seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Ja. Ja, sehr, sehr wichtig, genau. Ja. Also einfach da hier ganz klar diesen Weg von innen nach außen zu gehen. Und nicht umgekehrt von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Schauen, was ist in mir drin? Sich von der Armut verabschieden im Sinne von Armut. Ja. Und da mal einfach loszustarten, auch so nach dem Motto, wie du wahrscheinlich auch viele Projekte in deinem Leben schon gestartet hast, besser unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen, einfach mal den Weg gehen. Ja, den Weg ist das 100%. Ziel. Ja. Und dazu hast du jetzt auch noch was ganz Neues entwickeln, so die letzten Wochen und Monate. Da wird es noch ein ganz spezielles Angebot ab diesem Monat hier bei dir geben. Magst du dazu noch was zu erzählen? Also ich habe ja viele Projekte am Start. Eins ist, also mittlerweile auch viele Online-Projekte. Da wird einiges noch kommen. Zum Beispiel habe ich mit Mara Stix zusammen den Lebe deine Berufung Club, nicht Club, das ist was anderes, Zurückspulen, einen Kurs gemacht, wo wir jetzt demnächst auch einen Launch machen. Aber was mir aktuell, was mein größtes Online-Projekt ist, das ist die Ausbildung zum ganzheitlichen Intuitions- und Berufungscoach. Und damit gehe ich am 28.10. an den Start. Wir haben schon ganz, ganz tolle Mitglieder im Club, also in dem Berufungscamp sozusagen. Und das ist etwas, also ich biete ja schon die Ausbildung schon seit ein paar Jahren an. Und ich habe sie aber, das ist das erste Mal, dass sie als Online-Ausbildung sozusagen. Wir treffen uns online und die ganzen Sachen laufen in online geschützten Foren, also nicht bei Facebook, sondern wir haben extra Foren dafür. Und da gibt es auch also so ein komplettes sozusagen, ein Paket, wie man wirklich zum einen selbst diesen Berufungsweg geht, also ihn entdeckt und entfaltet. Und auf der anderen Seite, wie du das als Coach machen würdest. Also es sind zwei Perspektiven durchlaufen. Und das ist etwas ganz Besonderes, ja, weil wenn du selbst diesen Weg gehst und gleichzeitig aber auch als Coach fungierst, ja, also für dich selbst, aber auch für die Gruppe, für deine Gruppe und so weiter, also das ist schon eine ganz, ganz tolle Konzeption und ich freue mich auch, das erste Mal online anzubieten. Und das hat auch den Vorteil für die Teilnehmer, dass sie von zu Hause aus quasi sich da weiterbilden können und da schauen können, was ist in mir drin und da vielleicht dem Leben eine neue Richtung zu geben, die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Ja, also es ist vor allen Dingen für Menschen, die, ich sage immer so ein bisschen an einem gewissen Helfersyndrom leiden, ja, also auch gerne andere Menschen unterstützen möchten und aber auch davon leben möchten. Also nicht nur sozusagen sich verausgaben möchten, sondern sich zu entfalten, ihre Gaben geben, aber auch da in eine Balance kommen. Und ich weiß, es sind viele Menschen und sie werden auch gebraucht. Also es werden immer mehr Menschen gebraucht, die andere Menschen unterstützen, ihren Weg zu gehen. Und diese Ausbildung ist genau an solche Menschen gerichtet, die auch das Gefühl haben, dass es zu ihrer Berufung gehört, ja, andere Menschen zu begleiten. Und da aber selbst noch gewisse Inspiration und auch vielleicht so eine Wegbegleitung wünschen. Ja, das war's. Okay, also derjenige, der sich jetzt angesprochen fühlt oder diejenigen, dann einfach auf deiner Homepage schauen und sich noch ganz rasch anmelden und am Ende des Monats dann mit dabei sein. Gibt es noch so abschließend, dass das ganze Gespräch jetzt war voller Botschaften und Aspekten und anregenden Gedanken von dir? Gibt es noch eine abschließende Botschaft von dir für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen? Ja, also ich mir liegt es wirklich sehr am Herzen, dass wir alle erkennen, dass wir alle Antworten, die für uns wichtig sind, die liegen in uns. Und das ist kein esoterisches Gequatsche oder so, sondern es ist tatsächlich so. Und wenn wir uns erlauben, immer mehr nach innen zu gehen, durch wie auch immer, der Weg kann unterschiedlich sein, ja, also durch Meditation oder durch Stille oder durch Gespräche, ja, dass du dich inspirierst im Außen, aber dass du wirklich auch den Mut hast,
dich zu erforschen, ja, in die Stille zu gehen und dich zu fragen, was willst du wirklich? Was sind deine wahren Herzenswünsche? Und nicht dir irgendwelche Ziele klar machen, sondern wirklich erstmal gucken, was ist ein wirklicher Herzenswunsch von mir? Und dann daraus ein Ziel ableiten. Nicht irgendwelche Ziele, wo du sagst, ja, okay, ich will jetzt unbedingt als das und das Online-Business, bla bla, aber mit was? Ja, was ist deine Botschaft? Ich sehe jeden Menschen als ein gewisses Puzzlestück. Und du kannst aber nur in dem Ganzen, also sozusagen das Puzzlestück, den Part auch einnehmen, wenn du sozusagen ja, dich dementsprechend auch feilst. Feilen bedeutet, dass du dich erkennst und das auch tust. Und dir vielleicht auch nicht so einen Stress machst. Du hast auch Zeit. Ja? Also wir müssen da auch nicht durchrennen und ich muss jetzt aber meine Berufung leben und ich muss das sofort zum Beruf machen. Mach es dir zur Aufgabe, dich erstmal mit dir selbst zu beschäftigen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, ja. Also wirklich sich Zeit zu nehmen und wirklich herauszufinden, was will ich wirklich? Was liegt mir am Herzen? Was kann ich gut? Und wo bringt vor allen Dingen auch die Frage, wo bringe ich mir Freude, ja? Und wo bringe ich meinem Umfeld Freude? Ja, das passt ja auch super zu deiner Lebensfreude-Challenge. Also das Thema Freude. Freude ist die erschaffende Kraft, ja. Ohne Freude wären wir nicht hier, ja. Genau. Kein Sex, keine Freude, keine Genau. Menschen. Genau. Ja, also auch da sich zu fragen, was der Freude folgen letztendlich. Ja? Also das ist schon sehr wichtig. Und dass wir wirklich keine Gurus brauchen, wir sind unsere eigenen Gurus, Inspiration, ja. Da stehe ich auch Genau. in der Arbeit und du auch, ja. Genau. Aber die Antworten sind in uns. Und das wirklich zu akzeptieren und nicht nur abzutun, sondern wirklich das auch mit Leben zu füllen. Ja. Dann können wahre Wunder passieren. Okay. Ja, liebe Heidi-Marie, das waren noch wunderbare abschließende Worte von dir und ermutigende Worte vor allem für alle, die uns jetzt da zugeschaut haben. Ja, die Zeit ist leider schon so weit fortgeschritten. Wir könnten hier wahrscheinlich noch die nächsten Stunden füllen mit ganz vielen Themen. Ich danke dir aber ganz, ganz herzlich nochmals, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja auch mit bei der Lebensfreude-Challenge dabei. Auch das werde ich vielleicht jetzt unter dem Video nochmal verlinken. Die startet ja am 1.11. Die ist kostenfrei. Also wer da noch dabei sein möchte und auch noch weitere Inspirationen von der Heidi Marie haben möchte, unbedingt anmelden. Und Genau. wir freuen uns sehr auf die Teilnahme und ja, bedanken uns ganz, ganz herzlich jetzt für das Interesse, für das Zuhören, das Zuschauen und sagen in diesem Sinne Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Amanda Konda und die Heidi Marie Wellmann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.